Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Tja, ich habe das Gefühl, heute geht es dem König an den Kragen. Zwar sprichwörtlich, denn, so viele andere Sachen können wir nicht mehr machen. Wir haben fast alle Drachenseelen. Eine könnten wir, glaube ich, sogar noch. Denn nur wenn wir alle Seelen haben... Shit. Das war jetzt super doof. Denn rufen wollte ich die jetzt eigentlich nicht mehr. Zumindest hätte ich mir das gedacht. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die wir machen, oder die ich machen möchte, bevor wir dann loslegen. Und das Ende des Spiels beschreiten, glaube ich zumindest. Denn ich glaube nicht, dass es noch lange geht. Da kommt er. Der Schlawiner. Oh, hat er mich aber jetzt gut getroffen. Hier, der Freund. Da ist sogar was fallen. Was lässt er denn fallen hier? Ein Magieschild. Oh, sehr schön. Ist das ein Zauber oder ist das ein ausrüstbarer Gegenstand? Hier ist er. Schützt wahnsinnig gut vor Magie, aber sonst auch nichts. Also 75 ist jetzt nicht guter, normaler Schaden. Na, kommt er her? Ich bleib mal hier ein bisschen hier versteckt, damit er näher rankommen kann. Das Blöde ist natürlich, dass ich jetzt die ganzen Wächter nochmal umhauen muss. Ja. Und zack. Ach, das ist das Schild, was ich selber anhab, ne? So, Freund. Sprich, Freund, und komm her. Na, komm her. Na, kommen Sie, kommen Sie. Tada, ist schon der Next wieder tot. Ach, das geht so easy hier. Ich hoffe natürlich, dass wir den Boss, das heißt Boss, er ist ja kein richtiger Boss, aber den König dann ziemlich einfach umnieten können. Hoffe ich wirklich, denn, ja, es ist so, das kann ich vielleicht ja jetzt dann verraten, da wir jetzt auf ihn losgehen. Zumindest nachdem ich gelesen habe, hat er einen Schutz oder ist sein Schutz 32% oder 32-fach erhöht. Das kommt tatsächlich von den Seelen der Riesen, die wir gesammelt haben. Wenn wir die dabei haben, wird es weniger und zwar immer quasi der Schutz halbiert, bis er natürlich dann komplett weg ist. Also 32, wenn wir gar keine haben, 16, wenn wir eine haben, 16, wenn wir eine haben, 8, wenn wir 2 haben, 4, wenn wir 3 haben, 2, wenn wir 4 haben und einmal, also ganz normal, wenn wir alle haben, also 5 Stück haben. Ich habe nur 4, das heißt, sein Schutz ist zweifach erhöht. Und zweifach erhöht könnte schon viel sein. Na, mal so drüber nachdenken, ne? Zweifach ist nicht gerade wenig. Oh, oh, wow. Aha, genau das wollte ich doch haben. Einen kleinen Backstep, mein Freund. Du lebst noch? Jetzt nicht mehr. So, wo ist denn der andere? Der ist da hinten. Krieg ich den noch getroffen, damit er alleine herkommt? Tada. Na, komm her. Also kriegen wir sie wenigstens ein bisschen auseinandergerissen, wenn wir die versuchen, einzeln irgendwie anzulocken. Tada. Noch ein bisschen Backslash dabei, ne? Backstep. Backslash, sage ich schon. Hihihi. Der ist ein bisschen tot, ne? Wenn er im Backstep verfällt. Wenn er da einen abkriegt. Ist sein Tod so ein bisschen gekommen? Oh, es kommt nur einer? Das ist ja nett von ihm. Na, du Rittersmann, kommst du alleine mit deinem riesigen, verdammten Schwert? Du könntest auch mal dein Schwert fallen lassen. Ups, dein Schild, würde ich sagen. Hahaha, da. Das ist mal ein Backstab, wa? So. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder zwei, ne? Ja, natürlich kommen wieder zwei. Dann laufe ich mal geschwind die Treppe hoch. Dann kommt da wieder hoffentlich nur einer. Der Trick hat ja schon öfters funktioniert, deswegen mache ich ihn auch. La, la, la. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen Zelda aufgeholt, seit langer Zeit. Aufgeholt, aufgenommen. Und jetzt kriege ich die Zeldas Wiegenlied nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, Zelda, schönes Wiegenlied. Ich mach das nämlich so ein bisschen. Was? Kein Backstab. Upsala. Ja, Schlag auf mich ein, mein Freund. Und, stirb. Das ist mir auch recht. Ist der schon wieder ganz hinten hingelatscht oder was? Krieg ich den von hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. La 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 la. Lalala, deine Freunde stehen alle hier. Wo läufst du hin? Dicker, wo läufst du hin? Hat er eigentlich was fallen gelassen? Ist mir egal. Komm her, da kommt der Angesprochene mit seiner Hellebarde. Ach ne, hat er auch ein Schwert. Okay. Ja, hau auf mich ein. Denn das kannst du ja am besten. Was? Dafür kriegst du deinen phänomenalen Backstab reingebackstabt, mein Freund. So, legst dich nieder, mein Freund. Haben wir schon so viel jetzt? Will ich sehen wieder? 10.000? Wow. Und zack. Warum auch immer der jetzt gerade so stark weggezogen hat, ich weiß es nicht. Ja, kommt einer von euch? Da kommt einer. Na, mein Freund. Hallo? Du kannst ruhig die Treppe runterkommen. Wow, wow, wow. Hihihi. Hat dir nichts genützt. So, hier war ja der Boss. Der ist natürlich jetzt weg. Und auch du bist tatsächlich schon tot. Wow. So, ich packe mir mal ein bisschen andere Ausrüstung ein. Welches nehmen wir denn? Ich nehme das hier. Ich glaube, Feuerschaden macht er ja keinen. Den lasse ich natürlich mal drin, den Zauberstab. Welche Waffe nehmen wir? Ist er anfällig gegen Feuer? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, warum habe ich ein Bastardschwert dabei? Wogegen ist er anfällig? Ich benutze mal mein normales Schwert. Und, ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Aber wir versuchen es einfach mal. Natürlich. Da läuft er nämlich mit seinem Riesenschwert. Dadada. Dadada. Ist natürlich blöd, weil wir sehen... sein Leben nicht. Jetzt sehen wir es. Wow! Wow! ich glaube, ich muss meine Strichliste auspacken, ne? Habe ich irgendwo noch Platz? Ich habe hier alles schon voll hier. Was ist eigentlich für eine Folge? Ich schreibe es nachher auf, glaube ich, welche Folge wir haben. Habe ich einen Stift? Wo ist mein Stift? Da ist ein Stift. Folge X. Ein Tod. Yay! Das Einzige, was natürlich jetzt hier blöde dabei ist. Ich bin nicht schwer? Wow. Doch, bin ich wohl. Geh mal weg da. So, das Ding ist kaputt. Hä? Ach, ich bin auch so ein Trottel, ne? Was mich natürlich jetzt ein bisschen ärgert, natürlich. Soll ja auch gesagt sein, ist natürlich, dass wir jetzt... hallo? Dankeschön. Dass wir jetzt die ganzen Gegner schon wieder töten müssen. Und das ist wieder was, was mich immer so ein bisschen traurig macht. So. Jetzt hör mal auf, deine Gardefreunde zu rufen. So, damit wir das Schild nicht kaputt machen. Es ist da ein Nebel natürlich. Boah, diese Gegner hier, ne? Das ist immer sowas, was mich sehr stark stört und man Gegner 10.000 Mal besiegen muss. Ich kann sie natürlich jetzt 10 Mal hintereinander besiegen, dann kommen sie gar nicht mehr wieder. Das wäre auch mal was.
Aber warum soll ich das jetzt tun, ne? Na komm her, Riddlesmann. Ja, schön, dass ich da hängen bleibe. Ah, dummer Ritter, jetzt komm mal her. Dankeschön, das wollte ich eigentlich haben. So, und auch so, und zack, ist er tot. Ja, also dafür, dass er gerne sterben möchte, ist er ja recht fleißig dabei, einen umzuhauen, ne? Also wir merken schon, meine Seelen liegen davor? Ernsthaft? Ernsthaft, die liegen davor? Das ist ja nett. No. Eigentlich sollte er backstabben, aber so geht's natürlich auch. Das ist ja... Jetzt habe ich noch genug Feuer dafür. Boah, ich jetzt nochmal stehe, mache ich das auch. Dann hau ich die 200 Mal hintereinander kaputt. Gibt viele Seen und wir hauen die einfach um. Boah, der macht echt viel Schaden, ne? Also der König, da müsst du ein bisschen aufpassen. Du musst wahrscheinlich mehr rollen. Und das bei so einem schweren Schild. So, hier ist es komischerweise die rechte Schulter, wenn ihr mal schaut. So... Bei denen mit dem Speer ist es die linke Schulter und bei denen ist es die rechte Schulter. Sehr komisch. So, ich laufe mal wieder hier hoch. Dann können wir die wenigstens ein bisschen splitten voneinander. Das macht natürlich alles ein bisschen einfacher. Puh, der macht echt viel Aua, ne? Der König. Wir könnten auch mal... Ich hätte natürlich auch mal hier Dingsbums die Rister von seinem Aegis anziehen können. So, mein Freund. Warum auch immer jetzt keinen Backstab herhalten musste, jetzt aber. Na, mein Freund, bleibst du wohl hier? Hier geblieben. Jetzt vielleicht. Wo läufst du hin, Freund? Brauchst du einen Schutz in deinen Rücken oder was? Oh, wie habe ich jetzt eigentlich Physik? Ich weiß gar nicht, worauf ich gegen den Aegis gestorben bin. Ich weiß nur, dass ich seine komplette Rüstung habe und die könnte mir gegen den Kampf vielleicht ein bisschen helfen. Hätte ich sie doch mal schön aufgepowert. Na, dann wäre alles besser. So, einer von euch, Schnuckelchens, darf jetzt kommen. Du bist es also. Das war dein Schild, warum auch immer du jetzt gegen das Schild geschlagen hast. Ah, oh, wie sie sich so dreht. Oh, ich häng fest. Dankeschön. So geht's immer noch am einfachsten. So, jetzt ist dein Freundchen dran. Hallo, ich bin... Der Überbleibsel. Und ich liege jetzt im Staub. Und werde gleich sterben. So, pack noch ein bisschen die andere Waffen aus. Ich weiß gar nicht. Kann ich irgendwie noch was anderes machen? Rücken bleiben auf jeden Fall. Das wäre schon mal super. Das ist schon einiges mehr an Schutz. Wellstead, die sind komischerweise schlechter als meine. Deine Beine irgendwie auch. Aber haben wir schon mal ein bisschen was. Das ist echt hier außerhalb, ne? Wie auch immer das hier gekommen ist. Verlorenes Gut zurückerlangt. Du-du-du! Was machst du?
Was zum Henker macht mein Kerl? Also das ist wieder was, was ich jetzt nicht verstehe. Warum ist er gesprungen? Warum springst du? Liebe Freunde, wir sehen uns gleich beim Boss wieder. So, Versuch Nummer 3 gegen König Vendrick. Den, keine Ahnung, wievielten. Mit seinem riesigen Schwert. So, wir wollen irgendwie hinter ihm bleiben. Boah, der macht echt viel Schaden, ne? Wir müssen ein bisschen hinter ihm bleiben. Boah, der macht echt, wir machen echt nicht viel Schaden. Das liegt aber so ein bisschen daran. Boah, dass wir so viel... dass er halt immer noch doppelt hat, ne? Boah, der hat echt viel Leben, ne? Lalala. Oh, schon wieder gestorben. Boah, das wird so nichts, Leute. Ich glaube, das wird so nichts. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich nochmal versuchen? Soll ich später versuchen? Boah, ich hätte echt, dass er ein bisschen weniger Leben hat. Guck mal, wie viel der hat. Wir sehen uns gleich wieder. Vierter Versuch. Ich kann nicht mal mehr sagen, alle gute Dinge sind 3, denn das haben wir schon hinter uns. Boah, ich mache überhaupt keinen Schaden, ne? War so als Spaß, ne? Oh, ich bin genau reingerutscht. Boah, mache ich wenig Schaden, Alter. Wow. Alter Verwalter! Nee, das... So sehr mir das auch weh tut, aber das... Ich bin genau reingerutscht. Super! Ja, vierter Versuch. Ich glaube, das wird so nichts. Ich gehe meine Seelen holen und wir versuchen erstmal was anderes. Bis dann, ciao, ciao. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen dazugelernt, denn wir sollten auf jeden Fall alle Seelen haben. Und ja, was machen wir, wenn alle Seelen haben wollen? Alle Riesenseele, wir müssen ihn hier hauen. Denn er hier hat die letzte Riesenseele. Ist natürlich ein bisschen doof, weil wir ihn hauen müssen. Lal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